Dass Wiener Lied und Oktoberfest kein Widerspruch sein muss, das zeigte sich zuletzt beim Markttag in Fischament. Das macht uns keiner noch, das liegt der Wahre durch. Ein Stund und mehr ein Stund, für sowas hab's kein Sinn. In London und Berlin, das gibt's alleine nur in Wien. Der Fischamenter Markt besteht eben daraus, dass hier attraktive regionale Standler stehen und eben ein tolles Angebot es hier gibt. Und wir versuchen natürlich auch immer wieder diesen Markt attraktiv zu gestalten und haben jedes Mal ein kleines Programm. Und heute haben wir ein Wienerlied-Trio, das Trio Karl Zatzek wird uns dann unterhalten. Das Thema hat sich der Wirt genommen, passend zur Saison Oktoberfest. Ist ja meistens so Mitte September, dass man schon Oktoberfest macht. Sehr interessant. Erlaubt das überhaupt der Bürgermeister Oktoberfest im September? Naja, es ist ja das Münchner Oktoberfest auch im September. Und da gibt es ja auch immer einen Bierenstich. Also wenn der Münchner Bürgermeister das erlaubt, dann kann ich das auch erlauben. Wir servieren da Weißwurst mit Brezeln, Hausmachersenf und jede Menge deutsches Bier. Waldviertler Bier, Schremser Bier oder auch alkoholfreie Getränke, je nachdem, was die Gäste wünschen. Und was gibt es sonst noch außer Bier zum Trinken? Ist das überhaupt erlaubt, was anderes als Bier zu trinken? Na, selbstverständlich. Wir müssen ja an unsere Autofahrer denken, an die kleinen Kinder, an die älteren Leute, die nicht mehr Alkohol zu sich nehmen. Also jede Menge Traubensaft, naturtrüber Apfelsaft. Es gibt einen Most, es gibt einen Sturm, der ist noch nicht so weit. Ja, also es gibt jede Menge. Das Oktoberfest findet ja zusammen mit dem Markt statt und ist eigentlich eine Attraktion vom Markt. Was hat der Markt alles zu bieten? Also unser Bauernmarkt ist ein Fixpunkt in Fischament, jeden zweiten Samstag im Monat. Und es kommen regionale Anbieter, das ist einmal das Schöne. Und im Oktober wird es eben verbunden mit dem Oktoberfest. Die Leute sollen herkommen, einkaufen und dann hier ein bisschen Platz nehmen und zur Ruhe kommen. Und ein bisschen Spaß haben, miteinander kommunizieren. Und das Miteinander ist total wichtig bei uns. Und jetzt ist ein Wiener Liedsänger beim Oktoberfest. Passt das zusammen? Oh doch, das passt zusammen. Das ist sehr urig. Man muss nicht immer Blasmusik hören. Die Wiener Musik ist eine urige Musik. Da können die Leute mitsingen, mitschunkeln. Ja, und zu späterer Stunde werden halt wahrscheinlich alle singen. Zuerst einmal freue ich mich, dass wir alle Jahre Frühschoppen im Gasthaus Plaschke machen. Engagiert vom Bürgermeister Thomas Rahm, und wir werden Wiener Lieder singen, so wie es für einen Frühschoppen gehört. Es ist normal so, Oktoberfest ist was anderes wie Frühschoppen, aber wir werden es verbinden. Und ich singe alte Wiener Lieder von Karl Hodiner und von anderen Interpreten, die Musik geschrieben haben. Das Faszinierende ist, es wird immer über Tod und über Trinken gesungen, aber es ist irgendwo, die Leute fesselt das. Also ich finde, der Karl Zatzek macht eine tolle Stimmung hier. Wiener Lied, die Leute schunkeln und machen mit, und das schon zur Mittagszeit. Also was will man mehr? Ist gemütlich bei uns in Fischament. Zwei Bücher.